Promi. Ich bin's, Odin aus Ganja. Ich habe mal eine Frage an dich. Weißt du was zum Thema Layla und Majnun? Da geht es um eine Geschichte von Nisami, dem Dichter. Layla und Majnun? Na klar. Und das ist die Geschichte vom Leben und Tod. Es ist ursprünglich eine arabische Geschichte der Liebe über den Tod hinaus. Denn nicht allzu lange konnten sich Layla und Majnun lieben. Das Leben um die Liebenden, diese unerträgliche, unerweichende Wirklichkeit der Familien von Layla und Majnun trugen dazu bei, dass sogar William Shakespeare diese Geschichte weit bis nach Europa und damit in alle Welt hinaus übersetzte. Romeo und Julia sind dabei das leidtragende Liebespaar, welches sich nicht den fremdlich wirkenden weltlichen Kräften entziehen konnte. Aber auch dieses Paar setzte sein Leben in der Unsterblichkeit der Literatur vor. Ja, ich weiß, Promi, aber erzähl mal, ja. Ja, es ging um Quais, also ein guter Bedouin-Junge, der seine Zeit am liebsten mit Layla verbrachte. Layla war nicht die schönste der Mädchen, doch von löblichem Charakter. Die beiden liebten einander so sehr, dass sie den Unmut ihrer Umgebung auf sich zogen. Kaum jemand konnte das Einverständnis der beiden ertragen. Ja, es wurde sogar als störend empfunden. So empfahl es sich, Layla und Quais voneinander zu trennen. Nur die Liebenden wollten sich einander wiedersehen. Man versuchte alles, um die beiden von ihrer Liebeskühnheit zu heilen, aber nichts half. Und weiter? So entschied sich die Familie von Layla, in eine weit entfernte Stadt umzuziehen. Doch Quais traf einen Kamelboden, der in diese Stadt ritt, und bat ihn, während er nebenher lief, Grüße zu Layla zu senden. Allerdings konnte er beim Übermitteln der Grüße kein Ende finden und lief stolze 100 Meilen neben dem Kamel bis in die Stadt, in der Layla lebte. Erschöpft und müde setzte er sich in einer Hütte nieder. Der Bode erzählte Layla von Quais und diese schickte ihre Zofe, um ihn mit Essen zu versorgen. Quais jedoch wurde ernsthaft krank und hängte sich mit dem Kopf nach unten an den Füßen an einem Strick. Er wollte nicht aus Versehen seine wunden Füße im Schlafe in die Richtung seiner geliebten Layla strecken, da er nicht wusste, wo sie ihren Aufenthalt hat. Die Zofe berichtete von der Erkrankung des jungen Mannes. Das ist ja interessant. Wie geht's weiter? Laylas Familie allerdings veranlasste die vorübergehende Abreise aus der Stadt. Layla ließ Quais ausrichten, dass er auf dem Weg in die Wüste sie abfangen solle. So ging Quais weiter in die Wüste. Dort trafen sich die beiden heimlich. Layla versprach ihr dem Liebhaber ein Wiedersehen und Quais wartete schließlich Jahre in aller Abgeschiedenheit der Wüste auf seine Geliebte. Er wurde zusehends schwächer und apathischer. Er lebte halb nackt mit den wilden Tieren unter dem Baum, an dem sie sich das letzte Mal trafen. Mittlerweile wurde er verrückt und die Einheimischen nannten ihn nur noch Majnun, den Verrückten. Ja, Promi, wie ging das Ganze aus? Als Layla endlich zurück in die Wüste kommen konnte, traf sie auf einen spindeldürren, verwahrlosten Mann, halb Tier, halb Baum. Sie rief, Majnun, ich bin es, Layla. Majnun antwortete, ich bin Layla. Layla bat Majnun nun um Verstand. Nein, ich bin Layla. Majnun sagte, wenn du Layla bist, dann gibt es mich nicht mehr. Und dann war er tot. Und Layla, von der Liebe Majnuns überwältigt, fiel neben ihn in den Sand, starb auch sie. Ja, danke, Promi. Damit kann ich echt gut was anfangen, aber ich muss jetzt weitermachen, ich hab's eilig, bis dann, ne? Aber sag mal, Promi, warum warum schalten die Telefonleitung so? Naja, ich bin in der Nähe von Galapa, das ist in Leskien, da ist die Abhöranlage von den Russen, die jetzt auch mit der NATO zusammenarbeiten wollen, das musst du doch eigentlich wissen. Ja, habe ich davon gehört, aber ich muss jetzt wirklich weitermachen, Promi. Sehen wir uns? Na klar sehen wir uns, ich schau, dass ich noch den Shamil irgendwie erwische und dann treffen wir uns in Eddard wie ausgemacht. Okay, ciao. Tschüss.